viel weniger gestresst, viel gelassener. Und dadurch, dass ich halt eine Berufsmatur, also Ausbildungsbegleitung gemacht habe, ist halt nur ein Stressfaktor mehr, weil halt einfach die Leistung hast müssen bringen. Und ja, das ist jetzt halt ganz anders. Also ich würde sagen, ich bin schon, habe schon ein ganz anderes Leben wie jetzt noch vor einem halben Jahr. Ich selber, ich bin müde, muss ich sagen. Es war ein grosser Unterschied jetzt mit der Lehre anfangen und mit Arbeiten. Und ich spiele ja Fußball auch. Es ist alles ein bisschen viel, aber. Also hast du wenig Zeit zum Schlafen? Ja, ich finde es schon. Aber es kommt schon gut. Ja. Es ist sehr stressig, weil ich mache auch mit der Berufsmatur zusammen. Und ich will dann später an die Passerelle gehen und dann an die Uni. Das heisst, ich muss einen bestimmten Schnitt haben, dass ich überhaupt mein Ziel verfolgen kann. Und dann muss ich halt extra noch mehr lernen, vier Längte nicht. Und wie sieht es denn so mit Freizeit aus? Hast du gerade Freizeit? Ja, Freizeit habe ich gerade nicht so viel, nein, weil ich muss eben halt mehrheitlich lernen. Aber diese Woche haben wir gerade zwei Prüfungen, Wiederholung von 15 Kapiteln. Nächste Woche habe ich wieder fünf, also so viel Freizeit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe den UPK geschickt und einmal ein Altersheim geschickt. Aber ich habe mich ziemlich schnell für die UPK entschieden. Und es war eigentlich ein ziemlich grosser Unterschied, weil meine Kolleginnen haben sehr viel Stress hatten und ein paar mussten den Zehnten machen, weil sie nichts gefunden haben. Und ich habe es gerade im ersten Monat, also August, hat die Schule angefangen und ich habe im September die Lehre bekommen, hier in der UPK. Also bei dir ist es zackig gegangen? Ja. Yeah. Also du fühlst dich jetzt nicht diskriminiert, weil du jünger bist? Nein. Das Gegenteil sogar, weil vor allem das Team hat. Ich glaube, es ist, weil sie merken, dass ich die Jüngste bin. Sie schauen wirklich tagtäglich auf mich und fragen auch immer, wie es auch in der Schule ist, ob ich Hilfe brauche. Und das ist wirklich etwas Hilfreiches.